Stuttgart-Zuffenhausen, 0.05 Uhr. Der Oberleitungstrupp von Kenan Altunkaya kann jetzt erst ausrücken, weil die Gleise vorher nicht freigegeben waren. Zulässige Geschwindigkeit 50 km/h. Kenan Altunkaya und seine Kollegen haben jeden Monat mindestens eine Woche Nachtschicht. Nachts ist es schlechter wegen dem Schlafen. Es gibt Zeiten, wo man tagsüber die Familie selten sieht, weniger sieht. Man steht 3-4 Uhr auf, dann ist die Frau im Arbeiten, beziehungsweise die Kinder ist im Kindergarten. Wenn irgendwann kommt, Kleine will mit dir spielen, du hast halt keine Lust, weil du hast noch nicht zu dir gefunden. Aber man gewöhnt sich daran, sagen wir so. Und Familie auch. Vater weiß Bescheid. Wenn der letzte Regio weg ist, dann werden wir in den gesperrten Gleis reinfahren. In dieser Nacht muss der Oberleitungstrupp aus Stuttgart Reparaturarbeiten an 4 verschiedenen Stationen erledigen. Die erste haben sie kurz nach 12:30 erreicht. Aus ist. Das Gleis ist gesperrt, der Strom abgestellt. Trotzdem muss vor und hinter dem Fahrzeug geerdet werden. Nur dann können sie sicher arbeiten. Nur dieser Teil, wo wir geerdet haben, ist stromlos. Rest ab dem Erdungsstange ist nur ungefähr 1000 Volt. Einmal hätte es Kenan Altunkaya beim Erden beinahe erwischt. Doch seine Kollegen haben aufgepasst. Jeder ist für andere verantwortlich. Wir achten aufeinander sehr, sehr viel. Das ist eine Teamwork. Ohne das geht nicht. Weil jeder kann Fehler machen. Wir sind Menschen. Ihr dürft hier nicht laufen. Da habt ihr nichts zu suchen. Okay, bitte. Okay. Da drüben ist alles ausgeschaltet, aber hier ist da gefährlich. Da drüben, ich brauche nur ein paar Zentimeter rüber zu gehen, da kann ich schon einen Schlag bekommen. Da ist es nicht aus. Wie stark ist der Schlag? Sehr stark. Tödlicher Schlag ist es dann. Wie viel 1000 Volt? Da ist mindestens 15.000. Und dann ist man weg vom Fenster. So, folgendes. Wir sind in der Freistrecke Fernbahn fertig. Jetzt wollen wir bei dir reinfahren in den Gleis 121. Wie sieht's aus? Sie rufen mich zurück, wenn Sie Zeit haben. Okay. Für jede Reparatur muss das Gleis extra gesperrt werden. Es eilt. Zeit läuft weg, ja. Er meldet sich nicht. Kollege, geh doch dran. Geh doch ran. Wie groß ist der Zeitdruck? Zeitdruck ist schon viel. Da haben wir ungefähr 45 Minuten Zeit, 45 Minuten. Dann endlich, die Einfahrt in den Tunnel ist frei. Jungs, seid froh, dass es heute nicht so kalt ist. Die Aufhängung des Fahrdrahts ist kaputt und muss ersetzt werden. Wenn die Stromleitung zu tief hängt, ist das gefährlich. Viele Reparaturen sind Abnutzungserscheinungen, aber nicht immer. Es gibt Kurzschlüsse durch Tiere. Oder es gibt externe Einwirkungen wie Leute, die Einkaufswagen auf die Oberleitung schmeißen. Was denn im Kopf geht, weiß man nicht. Pure Zerstörungswut, die Leben kosten kann. Erst vor 2 Jahren kam ein Kollege wegen umgesägter Strommasten ums Leben. Auf dem Weg zur nächsten Reparaturstelle, es ist 3.30 Uhr. Wenn der Fahrdraht zu dünn ist, muss er erneuert werden. Der Mast ist 9. Ursprung ist 12 mm. Das heißt, wir dürfen bis 9 runter. Wenn unter 9,5 ist, muss man schon was machen. Dieser Draht ist noch dick genug. Glück, denn das Zeitfenster ist denkbar eng. Wenn man jahrelang arbeitet, kann man schon per Augen kann man schon sehen. Die Nachbargleise sind währenddessen nicht gesperrt. Ein falscher Schritt kann das Leben kosten. Trotzdem, Kenan Altunkaya liebt seinen Job, bleibt aber vorsichtig. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe auch echt großen Respekt vor Oberleitung. Ich habe echt Angst, weil mit 15.000 Volt kann man nicht spielen. Die Schicht geht bis 6 Uhr, eine Woche am Stück, oft bei eisiger Kälte. Nur bei Sturm können sie nicht ausrücken. Danach haben sie dafür umso mehr Arbeit.